So, meine Lieben, Reihe 80 bis 85. Neuer Tag, neues Glück, zwei neue Luftmaschen und wir beginnen unsere neue Reihe. So, in jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt geht's auf zum Endspurt, wir sind bald fertig. So, nun kommen 10 offene Gitter. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, umhäkeln. Jetzt kommen 3 offene. 1, 2, 3, umhäkeln. Sieben offene, 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben. Einmal umhäkeln. Dreimal offen. Eins. Zwei, drei, umhäkeln, und jetzt 10 Mal offen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So, und nun in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 2 3 4 2 Luftmaschen für die Höhe und wir gehen in Reihe 81. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. 11 offene. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 einmal umhäkelt. 1 offen, 1 umhäkelt, 9 offen, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, umhäkelt, 11 offen. 1, 2, 3, na, komm hier. Moment, das setzen wir nochmal an. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und damit haben wir die Reihe auch geschafft. Auf geht's in Reihe 82. Bald sind wir fertig, bald sind wir fertig. So, in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Zwölf offene. Na, bleib hier. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, und die 12.
So, jetzt kommt ein geschlossenes. Elf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und die elf. Einmal umhäkeln. Ich glaube, ich rutsche wieder zu hoch. So ein Stück runter mit uns. Und jetzt wieder 12 offene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und jetzt 4 Stäbchen. So, was mache ich jetzt? Ich überlege nämlich gerade. Die nächsten zwei Reihen sind nämlich genau identisch. Ich denke mal, da werde ich dann doch mal schneiden. Also zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Weil ich glaube nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich zweimal 37 offene Gitter häkle. So, jetzt kommt erstmal in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ich glaube, wir werden das auch machen. So, weil jetzt kommen nämlich 37 offene Gitter. Eins, zwei,
3. So, die offenen Gitter ziehen sich jetzt hier einmal über die gesamte Breite. Hier werden nur noch offene Gitter gemacht. Und am Ende dann wieder 4 Stäbchen. Wirklich alles nur offene Gitter. Immer nur 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Mehr wird jetzt hier nicht gemacht. Deswegen, ich werde jetzt hier wirklich mal einen Schnitt setzen müssen, weil das wird euch sonst langweilen. Und das macht man jetzt auch. Also, diese Reihe, komplett offene Gitter, hier hinten angekommen, 4 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen, noch einmal 37 offene Gitter. Das heißt, es gibt jetzt 2 Reihen, nur diese offenen Gitter. 2 Reihen lang nur diese offenen Gitter. Mehr gibt es nicht. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Und dann abschließend wieder mit 4 Stäbchen in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und das machen wir auch jetzt. Es wird sonst, erstens A, ziehe ich das Video künstlich in die Länge und B, schlaft ihr mir dabei ein. Und das möchte ich nicht. Deswegen, ich mache mal schnell meine 2 Reihen mit den Gitter. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, Reihe 83 und 84, das heißt die 37 offenen, habe ich jetzt gemacht. Reihe 85 machen wir wieder zusammen. 2 Luftmaschen für die Höhe unwenden. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt kommt ein offenes. Ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes. Offenes, ein geschlossenes, ein offenes. Ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes. Ein offenes, geschlossen, offen, geschlossen. Offen, geschlossen,
Offen. Geschlossen. Na, was ist denn jetzt passiert? Nochmal. So. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Offen. Ja, wenn man zu eilig ist. Das hat man von. So, jetzt aber. Geschlossen. Sag mal einfach mal, das ist die Vorfreude. Wir sind nämlich fast fertig. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Und offen. In jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. So, schauen wir mal, was wir heute gemacht haben. Wir haben heute gemacht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese 6 Reihen. Das heißt, hier das Karo geschlossen. Dann hier 37 mal offene Kästchen. Und dann dieses Wechselmuster. Das haben wir dann heute gemacht. So, meine Lieben, ich entlasse euch heute wieder in den Feierabend. Wir machen dann unseren Tischläufer morgen fertig.
Dankeschön für alle, die bis jetzt dran geblieben sind und sich mit mir zusammen durch diesen Tischläufer ja durchkämpfen. Aber ich finde, die Arbeit lohnt sich. Er sieht einfach von Tag zu Tag schöner aus. So, ich sag besten Dank. Tschüss bis morgen. Und morgen wird er fertig gemacht.